Heute ist Volkan mein Gast bei Wünsch dir was. Heute darf sich Volkan ein Gericht wünschen. Putzen kann ich später. Volkan? Ja? Du darfst dir heute was wünschen von mir. Okay. Kochen, backen, irgendein Rezept. Was willst du essen? Egal was. Egal was, okay. Ich hab schon keine veganen Nussecke gegessen oder Zimtschnecke. Zimtschnecken? Zimtschnecken, ja. Zimtschnecken oder Nussschnecken? Was ist dein Liebling? Beides. Ich kann auch beides. Du kriegst beides, okay? Okay, super. In 2 Stunden sind sie fertig. Echt? Wunderbar. Kannst du dann probieren? Absolut. Okay, ich schmeiß mich in mein Kochoutfit und dann wird jetzt gebacken. Danke. Hallo, herzlich willkommen zu Sallys Welt. Ihr habt's gehört, Volkan wünscht sich Nussschnecken in vegan. Ich habe natürlich schon viele, viele Hefeteigrezepte auf meinem Kanal veröffentlicht. Deswegen habe ich gedacht, nutze ich dieses Video als Basic-Video, Grundrezept für süßen Hefeteig und zeige euch einmal die klassische Variante mit Butter, Milch und Eigelb und die vegane Variante. Und dann machen wir daraus eben Nussschnecken. Ja, ich zeige euch jetzt erstmal den ganz traditionellen Hefeteig. Aus dem könnt ihr alles Mögliche herstellen. Ihr könnt Buchteln machen, ihr könnt Nussschnecken machen, Zimtschnecken, Nusszopf. Also wirklich alles, was euch einfällt. Es streiten sich immer so ein bisschen die Geister, ob Ei, ein ganzes Ei, ob nur Eigelb, ob 2 Eigelb oder 1. Aber im Prinzip, ganz ehrlich, ich gucke dann oft auch immer, was ich im Vorrat habe. Und wenn ich das Eiweiß später noch weiterverwerte, nehme ich oft dann das Eigelb nur im Teig. Ansonsten nehme ich auch mal ein ganzes Ei. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Dafür nehme ich einen halben Würfel Hefe, 2 Esslöffel warmes Wasser, 80 Gramm Zucker, 500 Gramm Mehl, da könnt ihr Weizen oder Dinkel nehmen, einen halben Teelöffel Salz, etwa 230 Gramm Milch, ein Eigelb und 100 Gramm weiche Butter. Und jetzt im Prinzip erstmal die Hefe mit dem Wasser verrühren. Ihr könnt auch einen ganzen Würfel nehmen, aber der ganze Würfel ist schon viel für 500 Gramm Mehl. Wie gesagt, ein halber reicht auch und im Prinzip verlängert sich einfach nur die Gehzeit. Ja, die Aufgehzeit. Von daher, ihr könnt auch hier noch die Hefemenge reduzieren, den Teig noch länger aufgehen lassen. Also Hefeteig, eigentlich kann man da fast nichts falsch machen. Ich verrühre jetzt die Hefe mit dem Wasser, nehme noch so 2 Esslöffel Zucker dazu. So ein bisschen als Nahrung für die Hefe. Und ihr könnt jetzt gern einen Vorteig machen, das heißt diese Masse hier, etwa 15 Minuten abgedeckt aufgehen lassen. Dann fängt die Hefe auch schon an zu arbeiten. Ihr könnt aber auch gleich den Hefeteig zubereiten, dann geht er aber ein bisschen länger. Ich mache oft schon gerne einen Vorteig. Der Teig wird auch ein bisschen feinporiger, muss man sagen. Und das Gebäck bleibt länger frisch. Daher werde ich das jetzt kurz abdecken, beziehungsweise ihr könnt es abdecken und bei Raumtemperatur gehen lassen oder einfach im Backofen bei Gärstufe mit Wasserdampf. Das mache ich jetzt ganz kurz, geht nämlich schneller. Schaut, so sieht sie jetzt aus und man sieht auch, dass sie richtig gut arbeitet. So ein Vorteig hat eben nicht nur den Vorteil, wie gesagt, dass die Gärzeit später kürzer ist, dass das Gebäck saftiger bleibt, sondern eben auch, dass ihr schon wisst, okay, meine Hefe ist gut, sie funktioniert. Kann ja auch mal sein, dass ihr Hefe habt, die vielleicht 1 Tag oder 2 Tage oder länger abgelaufen ist oder die Hefe aus dem Tiefkühlfach. Und so könnt ihr einfach immer sicherstellen, dass sie wirklich auch funktioniert und gut aufgeht. Und jetzt im Prinzip einfach nur darauf achten, dass die Hefe nicht direkt mit dem Fett oder mit Salz in Verbindung kommt. Das heißt, ich gebe jetzt erstmal hier das Mehl rein, den Zucker, dann die Hefemischung, die Milch dazu, Eigelb. Eigelb sorgt natürlich auch für eine schöne gelbe Farbe im Teig, muss man auch sagen. Also bei der veganen Version nehme ich dann auch gleich Kurkuma, damit ich einfach dieses Gelb mit drin habe. Und jetzt den Teig mit der Hand oder mit der Küchenmaschine kneten. Bei Küchenmaschine immer darauf achten, Stufe 2 Maximum. Ansonsten fängt die Maschine an zu wackeln, egal welche Maschine. Jetzt gebe ich zum Schluss noch das Salz dazu und die weiche Butter. Und je nachdem, was ich mache, verändere ich manchmal auch den Buttergehalt. Also bei Buchtel nehme ich so ein bisschen mehr Butter. Bei anderem Gebäck, wie zum Beispiel Zimtschnecken, nehme ich manchmal sogar weniger, weil ich ja da noch Butter reinstreiche.
Und je nachdem, welches Mehl ihr verwendet, kann es natürlich auch sein, dass ihr ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Mehl braucht. Das schaue ich dann gleich. Wenn der Teig sozusagen ein bisschen zu weich ist, dann gebe ich nochmal Mehl dazu. Und oftmals mache ich den Hefeteig aus Dinkelmehl 630 oder normalem Weizenmehl 405 oder 550. Ja. Und jetzt einfach für etwa 10 Minuten kneten. So sieht der Teig jetzt aus, richtig schön. Es ist sowieso so beim Hefeteig, wenn er sich zu einem Klumpen zusammenbildet und dieser Klumpen immer wieder geknetet wird, dann ist er fertig, also wenn er sich vom Schüsselrand löst. Eben dachte ich sogar selber kurz, ich brauche noch ein bisschen Mehl, aber ich habe keins gebraucht. Also da ruhig geduldig sein und wirklich erstmal 5, 6, 7 Minuten kneten lassen und dann bei Bedarf Mehl zufügen. Aber der soll jetzt auch nicht zu fest sein und je länger Hefeteig geknetet wird, umso besser. Guckt mal, der kommt schon von ganz alleine aus der Schüssel raus. Jetzt nehme ich den und forme den kurz zu einer Kugel. Und beim Kneten immer darauf achten, nicht mit den Fingerspitzen, sondern eher mit dem Handballen kneten, also so. Dann klebt es auch nicht und ihr habt einfach viel mehr Druck drauf. Und so forme ich ihn in kreisenden Bewegungen zu einer Kugel. Das heißt, die linke Hand knetet den Teig oder faltet ihn in die Mitte. Die rechte Hand macht das hier so, dann geht es auch echt super einfach. Und dann wirklich nur noch umdrehen, nach unten hin zur Kugel formen und fertig. Und das ist so ein Teig, der ist jetzt nicht zu weich, aber auch nicht zu fest. Je nachdem, was ich machen möchte, brauche ich nämlich auch verschiedene Konsistenzen. Den möchte ich ja später ausrollen und auch gut formen können. Daher darf der jetzt nicht zu weich sein. Aber wenn ich zum Beispiel eine Focaccia mache oder was anderes, zum Beispiel einen Blechkuchen, da mache ich den schon gerne mal weicher und der lässt sich dann auch gar nicht so kneten. Also der darf dann ruhig richtig weich sein. Bei diesem Butterkuchen zum Beispiel, macht ihn so weich, wie ihr wollt, denn der wird sowieso nur glatt gestrichen im Backblech. Und jetzt fette ich den hier ein bisschen, also die Schüssel, dann auch die Oberfläche, Backtrennspray oder ein bisschen Butter oder Öl. Und jetzt den Teig entweder abgedeckt bei Raumtemperatur ruhen lassen, bis er sich verdoppelt hat, oder wieder bei Gärstufe im Backofen. Ich muss sagen, wenn es schnell gehen muss, mache ich gerne die Gärstufe, wenn ich aber Zeit habe, dann lasse ich ihn einfach bei Raumtemperatur. Und so werde ich diesen Hefeteig jetzt aufgehen lassen und zeige euch mal die Zutaten für die vegane Variante. Für den veganen Hefeteig nehme ich einen halben Würfel Hefe, 2 Esslöffel warmes Wasser, 80 Gramm Zucker, 500 Gramm Mehl, einen halben Teelöffel Salz, eine Prise Kurkuma für die Farbe, 230 bis 250 Gramm Pflanzenmilch und 100 Gramm weiche Butter. Und das ist auch eine vegane Butter. Und der vegane Hefeteig wird genauso zubereitet. Das heißt, zuerst werde ich die Hefe mit dem Wasser und Zucker verrühren, das Ganze kurz aufgehen lassen oder ihr macht den Hefeteig gleich weiter und dann verrühre ich die restlichen Zutaten und achte einfach wieder darauf, dass das Salz und die vegane Butter am Ende dazu kommen. Teig Nummer 1 ist jetzt fertig, der klassische Hefeteig. Er sieht wunderbar aus. Jetzt mache ich hier die Nussfüllung. Dafür verwende ich 200 Gramm Haselnüsse, 40 Gramm Zucker, einen Esslöffel Kakao, einen Teelöffel Zimt, ein Eiweiß und etwa 50 Gramm Milch. Das Eiweiß ist praktisch das, was übrig geblieben ist, denn ich habe ja im Teig ein Eigelb benutzt, daher ist es hier jetzt ganz gut. Statt Haselnüssen könnt ihr natürlich auch Mandeln benutzen, wenn ihr das möchtet. Ich werde jetzt die Haselnüsse kurz zerkleinern. Ich hatte gerade wie so einen Sprachfehler. Ups. Okay, wenn daraus jetzt Mandelmus geworden wäre, dann ist wirklich so die Schnitt von dieser Welt. Statt Haselnussschnecken kann man auch so Mandelschnecken machen. Und statt, ich glaube, wisst ihr was, das mache ich bei der veganen Variante. Wir machen eine Abwandlung. Das werden jetzt Nussschnecken und die veganen werden Mandel-Amaretto-Schnecken. Denn ich habe so Bittermandelöl. Boah, das wird lecker. Sehe ich gleich nochmal eine andere Rezeptidee. Jetzt hier Zucker, Kakao. Ich hoffe, das erinnert euch an etwas. An den Nusszopf, genau. Nur, dass ich beim Nusszopf mehr Kakao drin habe.
Und die Masse sollte jetzt eine schöne streichfähige Masse sein. Ich sehe schon, ich brauche ein bisschen mehr Milch. Das kann jetzt auch sein, weil das Eiweiß zum Beispiel etwas kleiner war. Und wenn ihr das auch zubereitet und ein bisschen stehen lasst, dann zieht es ja auch noch ein bisschen nach. Also wenn es so ist, ist es fast perfekt. Ich brauche jetzt echt nur noch so einen Schluck Milch damit rein. Gut, jetzt werden die Schneggis geformt. Oh, ist der Teig schön. Hast du gerade über meine Wortwahl gelacht? Und da nehme ich jetzt schon ein bisschen Mehl unten drunter. Ein bisschen obendrauf. Der soll jetzt auch nicht kleben, also da jetzt bitte ein bisschen aufpassen. Denn ich will später wirklich perfekte Nussschnecken. Jetzt zu einem großen Rechteck ausrollen. So, da kommt jetzt die Füllung drauf. Und wie gesagt, wenn sie sich gut verstreichen lässt, das merkt man ja auch schon beim Umrühren, dann ist sie perfekt. Ansonsten einfach noch Flüssigkeit dazugeben. Und wer jetzt das Ganze noch ein bisschen crunchy haben möchte, kann jetzt zum Beispiel noch gehackte Nüsse draufgeben. Habe ich auch immer da, gehackt und geröstet. Die riechen halt echt extrem gut und schmecken gut. Und jetzt schön gleichmäßig aufrollen. Vorher forme ich es gerne nochmal eckig zu. Und ihr könnt die Nussschnecken gerne jetzt einfach schon runterschneiden. Wenn ihr aber wollt, dass sie richtig perfekt werden, dann friert sie doch kurz ein. Und später werde ich sie auch mit einem Faden schneiden und gar nicht mit einem Messer, um sie nicht zu zerdrücken. Und weil die Rolle so jetzt nicht auf mein Baguetteblech passt, werde ich sie schon mal halbieren. Okay, ich sehe jetzt schon, ich muss sie doch gar nicht einfrieren. Die werden so auch richtig schön. Daher schneide ich sie direkt zu. Mit dem Faden werden sie eben nicht zerdrückt, wie wenn ihr jetzt ein Messer nehmen würdet. Und die werden ja praktisch von außen so zusammengequetscht. Und deswegen behalten sie eben diese schöne, runde Form. Ich lege sie jetzt direkt auf ein Backblech. Ihr könnt sie jetzt so ungefähr 2 cm dick zuschneiden. Jetzt habe ich hier die 2 Bleche gefüllt. Natürlich habe ich am Ende so 2, die jetzt nicht so perfekt und schön aussehen, aber das macht gar nichts. Entweder lasst ihr jetzt die Nussschnecken, ich habe kurz überlegt, was ich drin habe, die Nussschnecken abgedeckt, nochmal etwa eine halbe Stunde ruhen und backt sie dann im heißen Ofen. Dann könnt ihr auch beide Bleche gleichzeitig backen bei Heißluft. Oder ihr gebt sie jetzt in den kalten Ofen. Da würde ich jetzt aber vorschlagen, das erste Blech in den kalten Ofen, dann den Ofen anschalten, damit praktisch beim Aufwärmen des Ofens der Teig noch schön mit aufgehen kann. Das zweite Blech kann dann so lange abgedeckt ruhen und dann könnt ihr praktisch einen fliegenden Wechsel machen. Das erste Blech rausnehmen, das zweite ist dann ja schon aufgegangen und dann backen. So könnt ihr auch ein bisschen Zeit sparen, muss ich sagen. Das heißt, die werden jetzt gebacken, kommen in den Backofen und ich zeige euch jetzt schon mal, was ich für die veganen Mandelschnecken benutze. Für die vegane Version und die Mandelnussschnecken
Mandelschnecken nehme ich im Prinzip 200 Gramm Mandeln. Ich habe hier Bittermandelöl, schmeckt einfach super lecker nach Amaretto. Den Zucker, das Kakaopulver habe ich auch gleich gelassen. Statt Eiweiß nehme ich jetzt einen Esslöffel Leinsamen, so ein bisschen für die Bindung und einfach pflanzliche Milch. Das war's. Zubereitung ist exakt gleich. Die Leinsamen bitte auch mahlen. Das habe ich vergessen. Und jetzt hier auch alle Zutaten vermischen. Und wenn ihr hier auch einen Crunch drin haben wollt, so wie bei den Nussschnecken, dann nehmt ihr einfach gehackte Mandeln, die ihr auch gerne rösten könnt. Woo! I feel good! So good! So good! I got you! Do, 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 do. I feel good! Do, 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 do. Und jetzt einfach die restlichen Zutaten auch hier dazugeben, verrühren, bis eine schöne cremige Masse entsteht. Ihr werdet verrückt. Jetzt gibt's Zimtschnecken. Und es gibt ja einen Unterschied zwischen freigeschoben und angeschobenen Zimtschnecken oder Nussschnecken. Habe ich gelernt vom Brotbacken. Nämlich das, was wir bis gerade eben gemacht haben, sind freigeschobene Nussschnecken oder Zimtschnecken. Die backen einzeln und jede einzelne Schnecke für sich hat einen geschlossenen Rand, eine geschlossene Kruste. Was ich jetzt mit den Cinnamon Buns aber machen werde, Cinnamon Rolls, die backe ich in so einer Emaille-Form, die backen dann zusammen und dann sind sie am Rand nicht knusprig, sondern überall weich. Nur oben und unten knusprig. Also ich mache jetzt Zimtschnecken, weil ich auf meinem Blog in meiner App Zimtschnecken eingegeben habe und ich habe kein schönes Bild gefunden. Dann habe ich mir gedacht, ha, das gibt's doch nicht. So oft wie ich schon Zimtschnecken gemacht habe, muss es doch schöne Bilder geben. Also habe ich noch einen dritten Hefeteig gemacht, damit ich noch Cinnamon Buns machen kann. Und damit sie nicht gleich aussehen wie die Nussschnecken und wie die Mandelschnecken, packe ich sie hier drin und mache Cinnamon Buns. Ja, und deswegen wollte ich euch noch den Unterschied zwischen freigeschoben und angeschoben erklären. Was ich gelernt habe in der Sendung, wer weiß denn sowas, weil ich die Frage falsch beantwortet habe. Ich finde, optisch erkennt man nicht, welche Schnecken vegan sind und welche nicht vegan sind. Ich habe es jetzt noch mit Glitzerschnee bestreut. Eigentlich schmecken sie mir auch mit einer Puderzucker-Zitronenglasur sehr gut, aber ich finde, die müssen jetzt mal so bleiben. So, jetzt darf Volkan probieren. Die sind mit Haselnuss, die sind mit Mandeln. Die sind vegan, die sind nicht vegan. Okay. Aber sieht man nicht, gell? Nee. Sieht ein bisschen rot, aber fast gleich aus. Ja. Mhm. Darfst du probieren. Okay. Einfach so? Ja, ich nehme sie auch so. Okay. Ich habe eine aufgeschnitten. Ich bin die Kleine. Wie schön. Mmh. Bittermandeln. Mhm. Mmh. Stimmt, im Innern sieht man es ein bisschen. Ich habe Kurkuma nämlich rein. Ich muss natürlich beide probieren. Richtig lecker. Soft.
als Vergleich. Und nicht so viel Zucker. Mm-mm. Sehr wenig. Super. Soll ich dir was sagen? Die sind weicher. Die sind wirklich weich. Mm-hmm. Soft. Hm. 1:0 für die Veganen. Mhm. Also echt gut. Und ich finde sie so als Bittermandel schmecken richtig gut aromatisch. Mhm. Das ist aber auch so. Die Nussschnecken sind sehr gut. Deswegen probiert es einfach aus. Die Zimtschnecken habe ich noch im Backofen. Heute war echt so Hefeschnecken-Eskalation hier in Sallys Welt. Aber hat sich gelohnt. Also, falls ihr sie nachmachen wollt, findet ihr das Rezept in meiner App oder auf meinem Blog. Viel Spaß! Ciao. Ich wünsche dir ruhig öfter mehr Rezepte. Danke, mache ich. So. Tschüss.